Willkommen zurück zu Life is Strange for the Storm. Wir sind jetzt schon in der dritten Folge der ersten Episode und haben das Intro hinter uns gebracht. Wir sind jetzt in Chloes Zimmer am nächsten Morgen wieder aufgewacht und es ist Zeit, sich mal hier ein bisschen umzuschauen. Daily rituals are important, even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Sie hat gerade über Max geredet, von der sie glaubt, dass sie vergessen hat. Max ist ja damals irgendwann einfach umgezogen. Seitdem hat sie dann lange, lange nichts mehr von ihr gehört, bis sie dann ja irgendwann an der Blackwell Kunstschule auftaucht. Sie da dann endlich wieder sieht. Hey Dad. Another day in paradise. Right? Last night, seeing Firewalk live, those skeevy assholes, that girl, was that really Rachel Amber? You smell like cigarettes. Rachel Amber scheint ja ein bisschen bekannterer Charakter zu sein für sie, auch wenn sie die offensichtlich bisher noch nicht persönlich kannte. Ist auf jeden Fall interessant, was sich hinter Rachel verbirgt, denn im ersten Life is Strange hat man ja bisher nicht viel von ihr erfahren. I bet long Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. How do I want to express my teenage angst today? I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. I'm perfectly capable of waking up without you, you know. Eventually. Ich weiß nicht, ob wir wirklich mit Improve dieses Periodensystem verbessern. I'd like to think my humor has improved with age. Aber ich möchte es gerne ausprobieren. Better living through chemistry. 420. Marihuana. Alles klar. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Okay, sie kennt Rachel Amber von diesem Foto aus der Blackwell. Ach, da ist tatsächlich auch Chloe drauf. Also sie war scheinbar selbst ursprünglich mal an der Blackwell, oder ist es vielleicht immer noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall neben ihr ist Warren. Den kennen wir ja auch aus Life is Strange. Sind, wenn man auch gerade eigentlich nicht die Gesichter sieht, trotzdem viele bekannte Gesichter drauf. Melissa, Rachel Amber, Nathan Prescott. Victoria Chase. Das sind alles Namen, die man im ersten Teil gut kennt. One of these days I'm actually going to use you to do my homework. Dad was so proud of me for winning that stupid science fair. Joeys Vater ist ja nun auch schon seit langer Zeit tot. Immortals in the light of the glowy bear. Mutter inzwischen mit dem Wachmann der Blackwell Academy zusammen. Used to dream of riding a unicorn as a kid, but then all the unicorns died. Könnt's runterreißen, aber Fun fact. Weiß nicht, ob man unbedingt Erinnerungen so wegwerfen sollte. Könnten jetzt natürlich runtergehen, aber ich glaube, es gibt noch genug hier zu erkunden. Max made me this mix CD years ago. Oh my god. And because it was Max, not a single song was pirated. Haben wir eine andere Schublade. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. Ja,
Elliot ist offensichtlich ihr Ex-Freund. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. Wir können uns ja hier noch was anderes anziehen. Ist das... Jetzt ist die Frage, ob das dieses Vorbesteller-Outfit ist, aber... Es scheint so, als hätten wir hier noch einiges anderes zur Auswahl. Bonus-Outfits sind wahrscheinlich dann... Entweder freigespielte Sachen oder eben das... Oder der Vorbesteller-Bonus. Wir können uns ja eigentlich unser geklautes Shirt anziehen. Aber ich finde das irgendwie cool. Das sieht irgendwie ziemlich cool aus. Ah. Jetzt verbringen wir erstmal eine halbe Stunde vor diesem Kleiderschrank. Ah ja, genau, das ist das Vorbesteller-Outfit dann. Sehen wir dann genauso aus wie im ersten Teil, oder? Ah, nicht hundertprozentig, aber zumindest so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, irgendwie passt das alles nicht so hundertprozentig zu ihr, wenn sie noch nicht die bunt gefärbten Haare hat. Erstmal nochmal umziehen. Graben finde ich irgendwie nicht so cool. Aber vielleicht einfach das Shirt, was wir geklaut haben. Obwohl vielleicht auch nicht unbedingt die beste Idee, wenn wir gleich runtergehen, weil die Eltern werden ja vermutlich nicht unbedingt wissen sollen, wo wir waren. Und wenn wir dann plötzlich das Shirt von dem Konzert haben, kommen da vielleicht Fragen auf. Ich glaube, wir bleiben bei der Classic Chloe. Aber wenn da schon Bonus-Outfits steht, habe ich so die Vermutung, dass wir uns noch andere Kleidung freispielen werden. Einem gekonnten Hüftschwung. Schublade geschlossen. Gehen wir mal an den Computer. Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. Ask Miss Arcadia. Hast du gehört, dass Firewalk in die Stadt kommt? Ich hab alle Vorverkäufe gecheckt, aber niemand weiß irgendwas darüber. Alle Verkaufsstellen ganz offensichtlich. Ja, das war ja so eine etwas verstecktere Location. Also da muss man sich nicht wundern, wenn man da nicht überall Tickets für findet. Ja, die diskutieren da über das Konzert. Was haben wir dann? E-Mails. What photo? Victoria Chase commented on a photo you tagged in. Auf irgendeinem Foto wurde die Chloe markiert. Kann man das anklicken? I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Ganz offensichtlich auf diesem Foto. Hm. Die machen sich gegenseitig ein paar Komplimente. Sprechen ein bisschen Neid aus, dass sie auf dem Konzert waren. Fairwood Grocery. Ich glaube, wir haben soweit alles gesehen. Zeit, mal das Zimmer zu verlassen. Shit. Where's my phone? Vielleicht haben wir doch noch nicht alles gesehen. How drunk was I last night? Irgendwo habe ich mein Handy gelassen. Guess I better try calling my phone with Mom's. Aber vielleicht ist sie auch gar nicht hier, sondern vielleicht ist sie auch bei Rachel oder... Noch in der Mühle oder sonst wo. Okay. Mom's phone is probably in her room. I can use it to call mine, then schauen wir mal, wo wir hier überall lang können. The preferred towel of Captain Bluebeard, Scourge of Arcadia Bay.
Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair's his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Ja gut. Zwischen dem Haarfärbemittel und verschiedenen Lotions werden wir wohl nicht das Handy finden, was wir suchen. Können wir auch nicht viel machen. Foto von Arcadia Bay. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. Man merkt schon, Chloe hat so eine gewisse Abneigung gegen Arcadia Bay. Man muss ja auch sagen, Before the Storm ist ja nicht Life is Strange 2, das ist ja dann nochmal ein anderes Spiel, was kommen soll. Und da bin ich ja sehr gespannt, ob das in irgendeiner Form dann die Ereignisse aus dem ersten Life is Strange berücksichtigen wird. Oder vielleicht auch die aus Before the Storm. Das wäre auf jeden Fall interessant. Bevor wir uns selbst anrufen, schauen wir erstmal, was hier noch so rumliegt. Erstmal ein bisschen rumschnüffeln. Das wollte ich jetzt vielleicht nicht finden. Ganz vorsichtig wieder mit dem Fuß schließen. I made this for Mom when I was like 10 years old. If she wore it now. Oh, da wollte ich gar nicht unterbrechen. I hate that she hides all our old pictures of Dad. Das ist echt ein bisschen traurig. Also, what's the matter, Mom? You don't want selbst mit dem neuen Freund muss das ja für Chloe irgendwie ziemlich traurig sein, dass die Mutter alle Fotos einfach von ihrem Vater wegstellt. Nur damit sie vielleicht David nicht stören. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Also einerseits finde ich es nur richtig, das aufzustellen. Andererseits, naja, weiß die Mutter jetzt, dass wir in ihren Sachen rumgekramt haben. If you could see us now. Chloe ist auf jeden Fall mehr als nur. Can't believe I used to nicht nur, dass ihr Vater tot ist und ihren Stiefvater nicht unbedingt mag. Mom's old engagement ring. Dazu kommt dann auch noch, dass sie Arcadia Bay, mehr sehen kann. Natürlich Max vermisst, die sie ewig schon nicht mehr gesehen hat. Grade B? Fuck you, Arcadia Pawn. Wait, Mom's selling her engagement ring? Für ein paar hundert Dollar will sie ihren alten Ehering verscherbeln. I want Mom to be happy, but not like this. Not like this. It's weird that Mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Mom's finally making her bed again. I guess that's a good sign. Ja gut, Zeit uns mal anzurufen, rauszukriegen, wo unser Handy steckt. Falls es überhaupt hier im Haus ist, das ist ja immer noch die Frage. Jetzt die Knöpfe irgendwie drücken oder... Nee. Oder... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt von diesem Handy. Achso, jetzt machen wir das. Ah, ist klar. Okay, es ist doch eindeutig im Haus. It sounds like my phone is definitely nearby. Oh. Hätte ich das vorher schon finden können? I drank way too much last night. There we go. Wonder how many calls I've missed. Das wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, ob ich das schon vorher dort hätte liegen sehen können.
Kann ich die alten Nachrichten sehen? Oh ja, kann ich. Zweitausendzehn habe ich ihr, also ich habe ihr Anfang März 2010 habe ich ihr geschrieben. Darauf hat sie nie mehr geantwortet. Sie hat mir ewig nicht mehr geantwortet. 28. November haben wir das letzte Mal noch miteinander geschrieben. Und dann habe ich immer wieder versucht, ihr zu schreiben. Aber sie hat mir nie mehr geantwortet. Das ist echt nicht nett, Max. Frank will immer noch sein Geld. Schauen wir mal, Elliot. Irgendwas von einem Spanisch-Test. Ja, ganz gut abgeschnitten. Chloe eher weniger. Nichts Wichtiges offensichtlich. Aber was hat Mom geschrieben? Die hat wohl ein bisschen was mitbekommen, glaube ich. Chloe rechtzeitig zu Hause ist und dann um kurz nach 1 Uhr morgens wird Ärger geben. Also wir haben offensichtlich Anfang Mai. Chloe, breakfast. Bring my purse down with you, please. Ja, okay. I think I saw Mom's purse in her room. Dann gehen wir die Mauern. I should take that down to Mom. Natürlich können wir das mitnehmen. Yeah, that really makes me want to hurry. So, bevor wir runtergehen und mit unserer Mutter reden und uns wahrscheinlich erstmal eine Schimpftirade anhören dürfen, warum wir denn gestern nicht mehr nach Hause gekommen sind, machen wir hier erstmal einen Cut und wir hören uns in der nächsten Folge wieder von Life is Strange Before the Storm. Wir kommen ja gleich, Mom.